mach dir ein Bild vom Klang. Das war der Ausgangspunkt für unsere Klanginsel, unsere Idee, Künste zusammenzuführen. Das war ein Abenteuer. Wir konnten nur Dinge bereitstellen, die Klänge genauso wie Farben und Leinwände, also Materialien für die Flaneure, für Kunstinteressierte, einfach für das Publikum. Was da herausgekommen ist, ist eigentlich frappierend. Das war es auch für Emmerich Gradauer, den Maler, der uns auf dieser Reise begleitet hat. Wie man sieht, es ist einfach wunderschön, wie sich die Leute inspirieren lassen. Das ist einfach wirklich beglückend, wunderschön. Und es sind auch die Ergebnisse von den Farben her und von den Bildern her wirklich überwältigend, muss man sagen. Du kannst 100.000 Bilder malen, du hast immer wieder die weiße Leinwand, dann machst du den ersten Strich, dann muss man irgendwie dieses Gefühl aufgeben oder diesen Anspruch, dass alles immer perfekt sein muss. Wenn man ein bisschen durch die Malfläche geht und zuschaut, was die Leute malen, es ist sehr spannend zu sehen, wie sie sich zum Teil tatsächlich von den Klängen, die sie hören, inspirieren lassen. Manche malen Musiknoten auf ihr Bild. Es gibt einiges an figurativen, sehr intensive, monochrome Stücke. Das ist sehr spannend zu sehen. It's really wonderful event. Congratulations on everything. We are so happy that we came. Und mittlerweile ist es auch so, dass uns die Leinwände ausgegangen sind. Es war also Gris um das Malmaterial und tatsächlich machen sich viele ihr Bild vom Klang.